So, wir sitzen in unserem Magirus, unsynchronisiertes Getriebe und wollen einmal hinauf und hinunter schalten. Es kommt bei dem unsynchronisierten Getriebe ja darauf an, die unterschiedlichen Umdrehungsgeschwindigkeiten der Getrieberitze aufeinander abzustimmen, das heißt zu synchronisieren, was also normalerweise in unserem PKW, den wir gewöhnt sind, von heute in unserem modernen PKW, dass die Synchronkörper übernehmen. Das müssen wir mit unseren Füßen, mit dem Gaspedal und mit der Geschwindigkeit regulieren. Dazu ist jetzt mal erforderlich, dass wir wenigstens bei einigen Gängen uns die Geschwindigkeiten merken. Solange jetzt der Motor nicht läuft, sage ich das mal an. Das ist also im dritten Gang, dieses ist ein Fünfganggetriebe, im dritten Gang wäre das die 26 und im vierten Gang wäre das die 48. Das wollen wir jetzt gleich mal durchüben und versuchen, das zu demonstrieren. So, wir fahren jetzt an. Unser unsynchronisierten Getriebe, es kommt wieder darauf an, dass wir abwarten, bis die Motorgeschwindigkeit, bis die Motordrehzahl runter ist. Mit so einem hubraumstarken Fahrzeug wie dem Magirus wäre es auch möglich, sehr viel früher zu schalten, weil das maximale Drehmoment nicht bei der maximalen Motordrehzahl ansteht. So, das war jetzt das Raufschalten. Ich mache nachher nochmal in etwas bergigerem Gelände, auf einer bergigeren Strecke. Kommt einmal vor, wenn man beim Raufschalten schnell mit den Touren hinunterkommen will, kann man zusätzlich noch zwischen den Schaltvorgängen die Motorbremse, ich mache das einmal, das ist hier wieder Hacke, die Motorbremse zur Hilfe nehmen, um mit den Motordrehzahlen runterzukommen. Das ist beim Raufschalten bergauf oft sehr langsam. Wir haben uns jetzt eben gemerkt, die Geschwindigkeit 48, die Maximalgeschwindigkeit nach 48 im vierten Gang und 26 im dritten Gang. Und ich will jetzt einmal vormachen, wie das aussieht, wenn ich bei 48 in den fünften Gang, in den vierten Gang gehe. Dazu muss ich voll Zwischengas geben, um die Synchronisierungswirkung herzustellen. So, schalte ich wieder rauf und mache das Ganze nochmal. Versuche, ob ich ihn auf 48 kriege. Das werden wir nicht ganz schaffen. Dann mache ich das etwas eher und gebe nicht ganz so viel Zwischengas. Also das funktioniert. Das würde auch jetzt funktionieren zum dritten Gang hin, nur ich muss dann runter auf die 26, weil das wieder meine Maximalgeschwindigkeit ist. Achtung! Jetzt! So, habt ihr gesehen, das funktioniert also einwandfrei. So, damit ihr auch seht, dass das stimmt und ich nicht schummel, machen wir das Ganze jetzt ohne Kupplung. Das geht nämlich auch. Ich werde dazu etwas meinen Gasfuß etwas kurz anheben, um den Flankendruck von den Zahnrädern in der Getriebewelle wegzunehmen. Und wir filmen das Ganze mal, dass ich jetzt nicht auf die Kupplung gehe. Das werdet ihr jetzt also sehen. Ich nehme kurz den Gas weg, voll zum Gas und gehe rein. Kann jeder für sich nachvollziehen, mal nachmachen. Das ist, wenn ihr das beherzigt, was ich jetzt eben vorgeführt habe, für jeden Laien, der das noch nie gemacht hat, völlig problemlos. Wir fahren jetzt an und da das da vorne gleich leichtweg aufgeht, werde ich, damit die Motordrehzahl schneller runtergeht beim Raufschalten,
werde ich zwischendurch die Motorbremse betätigen. Das tue ich mit der Hacke. Ich hätte jetzt so nicht schneller schalten können. Der hat die Motorbremse geholfen, jetzt mit den Touren schneller runterzukommen, damit das Fahrzeug nicht so schnell an Geschwindigkeit verliert. Ich mache das nochmal in den fünften. Ja, habt ihr es gesehen? Das wäre so, sonst so schnell nicht möglich gewesen. Wir werden jetzt noch einige Mal zeigen, das Zurückschalten. Das macht bei der maximalen Geschwindigkeit. Ich habe eingangs gesagt, es ist die maximale Geschwindigkeit, bei der zurückgeschaltet werden kann und nicht die optimale. Ich kann so ein Fahrzeug, was so hubraumstark ist, problemlos von den Touren runterkommen lassen und mit der Geschwindigkeit noch weiter runterkommen lassen, denn das maximale Drehmoment dieses Fahrzeuges liegt erheblich unter der maximalen Geschwindigkeit im entsprechenden Gang. So, ich schalte jetzt zurück in den vierten. Das ist jetzt wieder möglich, weil wir unsere 48 erreicht haben. Achtung! Jetzt schalte ich wieder rauf und wir fahren bergauf. Ich muss also wieder meinen Trick anwenden, schnell von der Geschwindigkeit, von der Motordrehzahl runterzukommen. Ich nehme die Hacke und habe somit, wenn der Gang natürlich draußen ist, sehr schnell die Motordrehzahl reduziert und kann meinen Schaltvorgang damit beschleunigen. Achtung nochmal. Machen wir es mit Kupplung. Und jetzt schalten wir wieder rauf. Oh, ihr merkt, ich habe korrigieren müssen. Das heißt, ich habe zu langsam geschaltet. Sagen wir mal, ich hätte mich verschaltet und wollte hier in den vierten und schaffe das nicht. Wie ihr merkt, kratzt das furchtbar, obwohl ich eigentlich Kupplung getreten habe bis zum geht nicht mehr. Ich mache es nochmal, so wollen wir das Getriebe nicht weiter schädigen. So, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt eine Geschwindigkeit von 40, könnte jetzt gut in den vierten Gang rein, allerdings nicht ganz bei Vollgas. Weil bei Vollgas hätte ich ja 48 haben müssen, damit dies geräuschlos funktioniert. Ich mach's nochmal. So, jetzt schalte ich gleich nochmal zurück. Wir gehen wieder auf unsere 48 in dem Fall. Denn das wäre die Maximalgeschwindigkeit des vierten und gebe voll Zwischengas. Das ist jetzt auch erforderlich. Wenn ich bei voller Ladung bergab fahren will und ich will den maximalen Schaltdruck haben, um die Motorbremswirkung zu erreichen. Ja. So, wir fahren jetzt an, es geht bergauf und es kommt jetzt darauf an, beim Raufschalten schnell mit der Motordrehzahl zurückzukommen und ich werde dazu jetzt jeweils beim Zwischenkuppeln im Leerlauf die Motorbremse mit der Hacke betätigen. So, Achtung! Abfall, weil die Steigung dann doch zu hoch, zu groß geworden ist. Und ich
nehme jetzt, was ja eigentlich nicht so ganz richtig ist, den frühestmöglichen Schaltzeitpunkt. Es geht mir jetzt aber erstmal darum, dass man das Prinzip versteht. Wir sind also wieder bei unseren 48 km/h im fünften Gang. Das würde bedeuten, bei Vollgas könnten wir jetzt völlig problemlos in den vierten Gang zurückschalten. So. Das Gleiche funktioniert jetzt auch beim nächsten Gang. Den müssen wir jetzt bloß mit 26 runterfallen lassen. Beziehungsweise der würde alleine bei Vollgas vielleicht mit Anhänger hinten auf 26 zurückgehen. Und das wäre jetzt hier unser frühestmöglicher Schaltzeitpunkt bei Vollgas in den dritten Gang. Machen wir jetzt mal. So. Jetzt ist die Steigung doch nicht mehr so steil, sodass wir wieder mit unserem sogenannten Hackentrick die Motordrehzahl beim Rausschalten wieder schnell runterkriegen. Das Gleiche machen wir jetzt wieder in den fünften Gang. So, gleich haben wir eine Gefällestrecke. Und wir wollen wieder zurück in den vierten Gang, weil wir die Motorbremswirkung ausnutzen wollen. Man erinnert sich früher an die alte Regel, man kann den Berg bergab nur so schnell und in dem Gang befahren, wie man ihn auch bergauf befahren könnte. Das bedeutet, jetzt geht es bergab, dass wir unseren maximalen Schaltzeitpunkt abwarten. Den haben wir jetzt erreicht mit 48 und können jetzt wieder mit Vollgas zurück in den vierten. Wir können dann die Motorbremswirkung voll ausnutzen und Geschwindigkeit abbauen.